Herr Lammert, ich freue mich, dass Sie mich hierher gelockt haben. Und ich ahne schon, weil ich Sie ja als Ironiker kenne, dass Sie hoffen, dass ich den Linken ein paar Ohrfeigen verpasse. Aber das kann ich ja nicht liefern. Mein Beruf war doch Drachentöter. Ich kann Ihnen auch, Herr Birmer, mit einem Hinweis auf unsere Geschäftsordnung helfen. Boah. Sobald Sie für den Deutschen Bundestag kandidieren und gewählt werden, dürfen Sie hier auch reden. Heute sind Sie zum Singen eingeladen. Ja, aber natürlich habe ich mir in der DDR das Reden nicht abgewöhnt und das werde ich hier schon gar nicht tun. Ein Drachentöter kann nicht mit großer Gebärde die Reste der Drachenbrut tapfer niederschlagen. Die sind geschlagen. Und es ist für mich Strafe genug, dass Sie hier sitzen müssen, dass Sie das anhören müssen. Und so neu bin ich nicht in der Welt. Wollen, ihr wollt immer, das weiß ich ja, aber ihr könnt nicht. Aber so neu bin ich ja nicht in der Welt, dass ich, einige Gesichter kenne ich ja. Jeder Einzelne ist ein Roman, das muss mir keiner breitarschig erklären. Sehr kompliziert, aber als Gruppe, wie ihr ja auch seid, seid ihr eben aus meiner Sicht keine Linken. Gewählt. Im Deutschen Bundestag doch, kann man doch nicht erzählen, dass eine Wahl ein Gottesurteil ist, wenn man die deutsche Geschichte kennt. Sei nicht zu clever. Gefährlich. Weiß ich doch. Eure Sprüche, die habt ihr drauf. Ich weiß, ich habe meine auch drauf. Wir müssen uns gar nichts erzählen. Also, ihr seid dazu verurteilt, das hier zu ertragen. Ich gönne es euch. Und ich weiß ja, dass die, die sich Linke nennen, nicht links sind, auch nicht rechts, sondern reaktionär. Dass diejenigen, die hier sitzen, der elende Rest dessen sind, was zum Glück überwunden ist. Und ich freue mich, dass ich hier ein Lied singen kann, die Ermutigung. Natürlich, ihr wollt lieber zersungen werden. Ich habe euch zersungen mit den Liedern, als ihr noch an der Macht wart. Ihr seid... Dieses Lied, das Herr Lammert gerne hören möchte und das ich auch gerne singe, Ermutigung, das sei bei dieser Gelegenheit angemerkt, war bei denen, die Widerspruch anmeldeten, im verschiedenen Grade, manche sehr feige, manche sehr mutig, manche zu mutig, war wie so ein Stück Seelenbrot, das sie gegessen haben, dieses Lied Ermutigung. Und ich weiß, dass manche, die im Gefängnis saßen, wie mein Freund der Pastor Matthias Storck und seine Frau Tine, mit diesem Lied in der Zelle überlebt haben. Und ich finde es wunderbar, dass dieses
Lied aus den Gefängnissen der DDR. Heute im Parlament der deutschen Demokratie gesungen werden kann. Ist das nicht toll? Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitz sind, stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt nur hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit. Das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit. Schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit, grad deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen. Dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.